Soll ich eigentlich mehr Pattern Provider bauen oder mehr Crafting CPU? Ich glaube 5 Pattern Provider sollten reichen, der Rest kann Crafting CPUs sein. Ja. Oh, ich habe jetzt schon angebaut. Hast du das aktiviert? Was denn? Das Ritual, das muss man aktivieren. Habe ich, ja, mit einem Weak Ritual Ding ist da. Liegt in der Kiste. Hast allerdings, glaube ich, mehrfach aktiviert, also sollte eigentlich nicht stören, aber vielleicht tut's das doch. Okay, ich schau mal schnell. Weil ich habe, ich dürfte ja auch genügend Blut haben. Weil du brauchst 50.000 Blut. Das habe ich definitiv. Oder was für ein Blood Orb mit 50.000 dabei haben? Ich glaube nicht, ne? Weiß nicht. Wo Ritual Stone? Oder Activation Crystal? Activation Crystal war das, genau. Ja, der ist aber weak. Ja, den Awakened braucht man doch dafür nicht. Es gibt eine Weak und Awakened. Let's see. Bitte nochmal was? Let's see. Okay. Wo ich das Ding jetzt aktivieren kann. Ja. Aktiviert ist es. Oder stimmt da irgendwas noch nicht? Es ist eigentlich alles richtig platziert. Steht auch eigentlich nichts mehr im Weg. Naja. Creeper. So. Ja, es lag gerade bei mir jetzt auch so ein klein wenig. Wer hat jetzt welche Tasche genommen? Ich hab die rechte genommen. Ich hab noch gar keine. Die rechte war, glaube ich, greater. Ja, und die linke ist. Epic. Die linke ist Epic. Gut, also die linke nehmen. Unfair. Okay. Ui. Half Growth, Axe of the Stream, Pickles of the Core und Thomas Elikanis. Nice. Ist da eigentlich wieder irgendein Enchantment drauf? Nö. Aber doch, auf der Axe ist Frugal und Repair. Und auf der Hoe nochmal Repair. Ja, also dasselbe wie bei mir auch, okay. Wo war das Quest? 60, oder Warding. Links am Rand. Weißt du eigentlich noch, ob man für Infusion Crafting da wirklich den ganzen Boden auch aus den Steinen machen sollte, oder war das unwichtig? Was? Das ist zwar unwichtig, du brauchst nur die Pedals und hier die Dinge, um die Matrix zu tragen. Weil ich übrigens nicht verstehe, warum die Matrix in der EXA Edition so viel teurer ist als in der normalen. Naja, ich dachte, ich meinte auch nur, APRS-Zeug. Schön. Du meintest? Hier war ja auch, you wish to keep the entire fusion structure as symmetrical as possible. Und das Bild, was dir gezeigt wird, hat halt die ganzen Steine auch als Boden drauf, deswegen wundert mich das. Braucht man nicht, nein. Okay. Das zeigt dann, glaube ich, nur den Bereich an, in dem die Dinger stehen können. Ah. Gut, dann. So. Achso, genau, wir wollten jetzt hier die Metals Collection. Wollten wir das eigentlich? Na gut, wir kriegen 4 volle Herzen raus, ne? Ja, sollten wir schon machen, oder? Boah. Wow. Ich weiß nur, ob wir schon noch Material dafür haben. Bräuchten 9 Stacks Gold und so weiter.
Warhammer. Wer möchte? Ich rechne gerade. Also was war? Hier ist Metals Collection. Oder Holding. Was, ich schau mal kurz nach. For the Holding, also was war nochmal? Metals Collection. Metallic Collection. Falsch. Ah. Das. Ich kann die gerne machen, das ist kein Problem. Okay. Wäre nett. Weiß jetzt jemand, wie man die komplette Rüstung bei einem Armor Stand wechseln kann? Also du kannst Redstone-Signal drunter, meine ich. Oh. Und dann Shift rechts. Das wäre ja zu einfach. Das wäre unglaublich logisch, dass so ein Pedest, so ein Stand einfach so. Egal. Ja, das stimmt aber. Sehr cool, danke. Brauche ich Gold, Eisen, Kupfer. So, Frank, wie sieht's aus? Wie kommst du voran? Ja, ich habe jetzt gerade die restlichen Crafting-CPUs gebaut. Brauche ich jetzt unten rein? Die sehe ich aber noch gar nicht drin, das ist das Komische. Baue ich gerade unten. Achso. Wo? Ah, da. Cool. Was, wie? Ich ja, baue jetzt passt, neuen. Da passt schön rein. Ich baue jetzt 9 Pattern Provider rein und 18 Crafting. Ja, das dürfte reichen. Locker. Nein. Ups, das war der falsche. Tut mir leid. Der muss sterben. Hörst du jetzt auf, vor mir zu laufen? Nein. Na, euch dich. Okay, wir wollten Netherrack haben, ne? In großen Mengen. Wollten wir das? Weiß nicht, also für irgendwas wollen wir noch eine Ender Quarry aufbauen im Nether. Für den Dreck, der vielleicht die Ohrs ersetzt. Ach, ach so, richtig, ja. Aber zuerst, hast du die Lehre schon angeboten, Frank? Die was? Nee, die habe ich noch nicht, die habe ich in die Küste reingelegt. Was für eine Kiste? Goldküste. Achso. Weil die jetzt einfach dran sitzen brauchen. Ich wusste nicht, wie es mit der Energie aussieht. Der Reaktor ist mehr als voll. Ja gut, dann deine Aufgabe. Deine Ehre, besser gesagt. Naja. Du kommst auch natürlich. Jo, passt. Feuer. Und der letzte Precharger. Der eben schon gedreht wird, so. Und volle Leistung. Arbeitet das jetzt schneller? Merkt man irgendwie gar nicht. Ja, doch. Ah, jetzt wird. Ah. Cool. Well. Haben wir noch Bronze drin? Ich bezweifle es ja irgendwie. Ich glaube nicht. Also ich schließe das Crafting-Ding an und dann kann schon losgehen. Jo. Und hurra, der Reaktor kommt nicht mehr hinterher mit der Energie. Das ist schön. Echt so schlimm? Jo. Ich weiß nicht so direkt, wie viel Redstone Flux man braucht, aber das ist schon einiges. Ich nehme einfach mal an, das sind hier 75.000, na 75.000, okay, 7.500 pro Tick. Weil das steht hier so in dem in Laser Drill drin. Hm. Das ist aber auch die minimale Leistung. Nee, die Laser Drill selbst, die kriegt ja so keine Energie, soweit ich weiß. Achso. Hier ist ja nur die Precharger. Hm. Wow, keine Ahnung. Haben wir nicht irgendwann mal jetzt auch genug von dem hier Enderzeug? Was für ein Enderzeug? Ja, brauchen wir die Quarry überhaupt noch?
Ich meine, wir haben ja genügend von allem jetzt mit drei. Ja, bis auf den Dreck, ne? Nee, ich meine, den Laser Drill, ob wir den brauchen. So. Ja, denke ich mal. Für was? Für noch mehr Erze. Wir haben doch jetzt genügend. Nein, wir haben nie genug. Abgesehen davon brauchen wir eine große Menge an Cobblestone. Jetzt ist der Verbrauch bei ihm auf 33 EU pro Tick gestiegen. Was wie, was wo? Beim ME-Controller. Okay. Stell's besser auf RF. Das macht mehr Sinn, weil wir auch mit RF Energie zuführen. Aber nicht. Doch nicht. Megajoule gibt's. Jo. 1 zu 1? Nee. Nee, das ist 10 zu 1. Oh, okay. Das heißt, wir verbrauchen momentan 132 RF pro Tick. Achso, gut, okay. Passt. Ich will den Reaktor so gern anschmeißen, wenn er noch nicht auf 100% ist. Nächstes Mal. Okay, fehlen noch Pattern Encoder und Blank Pattern. Jo, dann mache ich mir jetzt noch an. Pattern Encoder brauchen wir ja nur einen, ne? Ja. Oh, das wird schön, Autocrafting da drin zu haben. Unstriggered ist das, das ist auch ein. Red Collection ist auch wieder so unglaubliche Mengen. Ich hau jetzt mal die ganzen Schrott-Tools hier raus. Warum sind hier 1000 kaputte Bögen drin? Weil es geht. Na, ist scheiße. So, Moment, wie im Eisen der Welt soll man eigentlich Ultimate Leben hier reinbekommen? Ins Inventar. Was soll man da? Wie man hier Ultimate Leben in abgebbarer Form bekommen soll. Warum? Das ist für die Purple Madness Quest. Du sollst das durchgießen. Du hast doch so ein QES oder so heißt es, glaube ich. QDS, ja. Echt? Geht genau, das? Genau. Okay. Dann kannst du ja durchpipen. Da ist so ein Müll drin. Also wer Spaß haben will, der rennt jetzt mal durch mich durch. Der hat ganz schön viel Scheiße auf. Durch dich durch. Wie wär's mit Nein? Wie wär's mit Ja? Kann man die Blank Patterns eigentlich stacken? Wahrscheinlich nicht. Da ist auch Ohr drin. Warum ist da Ohr drin? Wie kriegt man nochmal Adamite? Ist eine Legierung, muss nachschauen. Genau weiß ich jetzt auch nicht. Ja, nachschauen geht nicht. Das hat mir nicht angezeigt. Adamite ist Eisen, Aluminium und Obsidian. In welchem Verhältnis? Moment. Fuck, klar. Selbst schuld. 5 Aluminium zu 2 zu 2. Wird die Epirings sehr wohl angezeigt. Alloy Symmetry. Molten Aluminium, oder Aluminium, wie es ja hier nun steht, 720 Millibuckets, Eisen und Obsidian jeweils 288.
Ach, da steht's ja. Warum liegt da eine Kartoffel auf der Blockchest? Geht. Ja, nein. Haben wir eigentlich schon eine Alloy Smashery? Das ist die schon, ne? Ja, das ist die. Das ist ein 2 zu 2 zu 5, ja, ne? Hast du gesagt. Ja. Geben mir wie viele raus? 432, das ist... Keine Ahnung, wie viel das ist. Ja, dann brauche ich keine Quest mehr, die halbwegs interessant wäre. Nur noch Hoarding, wa? Mhm. Was ist mit dem Magic-Zeug? Ja, das ist alles nur noch Thorncraft. Oh, gut, die kann man stecken. Die sollte jetzt, genau, die ist fertig jetzt, die Digital Storage Quest. Ah, okay. Oh, 64 Honeycomb als... Oh, mach ich noch. Ah? Nur noch ein Elvery Fiend Fan. Oh, das ist jetzt blöd. Was denn? Oh. Ich kann... Was man sich für ein Reward aussuchen soll dafür. Ach nee. Was? Ach nee, es ist gar kein Aussuchen. Ah, zum Glück. Wieder so viele Bienendinger. Boah, wenn das zum Aussuchen gewesen wäre, wäre das mies gewesen. Was denn? Ja, sich entscheiden zwischen einer Reward Bag, einem Full Heart oder einem Heart Container oder sowas. Hm. Herzen haben wir genug. Da hätte ich einen Herzcontainer genommen. Storage. Haben wir nicht noch hier eine paar 64Ks, die ungenutzt sind? Was? 64? Ich hab noch mehr Blöcke, falls du mal eine Aviary bauen willst. 64 Megabytes, ja, hey, Deutsch. Ich schmeiß dich einfach gleich zu, ne? Ja. Das. Okay, die beiden Kisten kriegst du auch, weil die einfach noch dazugehören, die waren mit da drin. Oh ja. Sehr cool. Danke. Klar doch. Ein Terrace-Deutschcluster und ein Gigas-Deutschcluster. Ich glaube, da können wir gleich das Autocrafting-System mal mit einbinden. Wo darf ich die Sabinen reinlegen? Ja. Noch gar nicht, weil wir zu wenig Apiaries haben. Nee, ich habe welche bekommen als Reward. Ach so. Ja, schmeiß mir einfach her. Okay. Ist das schon angeschlossen? Zack. Ups. Okay. Wo hast du den Pattern Encoder hingepackt? Den hab ich noch da, warte. Okay. Kannst du das direkt daneben stellen? Ja, ich mach dann mal 64 von den Dingern, von diesen Pattern da. Mach ja. Eins und lass es dann danach die anderen selber machen. So, ich hab doch jetzt das Material dafür. Oder so, ja gut. Du meinst? Du willst den haben, ne? Nee, einfach unten hinstellen. Unten? Ja, neben das Ding, das sie braucht. Also neben das, den Molecular-Ding, der Assembler. Wo kommen jetzt eigentlich die Resident Energy Cell noch her? War auch eben noch nicht da. Die habe ich am Anfang aufplatziert. Okay. Wenn du die da oben meinst. Naja, die meinte ich. Ja, ich glaube, ich baue dann gleich eine Aviary und tu gar nicht mit Apiaries um. Bronze war Kupfer und Tin, okay. Haben wir schon den Thermionic Fabricator? Nee. Okay, dann baue ich den auch noch. Hier kriegst du ein bisschen Squid.
Die Quest Near Infinite Power sollte aber auch noch relativ leicht gehen, ne? Das sind ja, 100 30. von den Dingern. Ne, 30. 30? Das sind immer noch recht viel und die müssen alle voll gefüllt sein. Ne, müssen sie nicht. Doch. Einen schon. Hm? Nein. Oder? Nicht? Da gab's mal eine ähnliche Quest, die habe ich im Singleplayer auch ohne. Stimmt, ja, 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 stimmt. Das Ding ist zu blöd für Metadata, richtig. Hm. Wo sind, die denn hier? Ach, da. Das sind ein Flux-Capacitor. Oh Gott. Viel Spaß! Ja, ich bin jetzt erstmal mit dem großen Speicherkram beschäftigt. Warum eigentlich? Wir haben eigentlich doch genügend. Ich habe 51 Blank Patterns, falls du die brauchst. Ja, kann nicht schaden. Übrigens will wir mein gelbes Herz haben, ich habe schon alle 10. Ich nehm's. Zu spät jetzt auf sich. Oh. Warum hast du schon 10? Weil ich mir früher, als das noch ging, noch ein paar mehr davon gemacht habe. Ja, davon abgesehen hab ich zwar als erstes gesagt, aber egal. Ja, das schon gegeben. Frank stand gerade vor mir und ich dachte, er wäre du. Ach ja, natürlich. Ja, willst du es haben oder nicht? Ja, jetzt hast du es schon, ist schon okay. Wie hast du denn insgesamt, weil ich habe warum habe ich 4 MI-Interfaces? Ich will die nicht. Schmeiß Reward jetzt MI-System. Ich habe noch Patterns bekommen. Die waren Quest-Reward. Eben. Ach so. Also, wie viele Herzen hast du insgesamt? Also, ein extra Herzen? Was, der ich? Nein, nicht du. Achso. Der, ich habe 5 von gelb. Und von rot? Von rot habe ich 10. Ja, dann sind wir gleich auf. Ja. Dann passt das ja. Von rot habe ich wiederum noch 5. Also, brauche ich einmal alles umgedreht. Obwohl, warte, wir sind nicht. Doch, wir sind von den insgesamt Herzen gleich auf, weil ich habe ja noch ein paar grüne Herzen. Kann gut sein, ja. Ich habe nur ein grünes. Ich habe auch nur ein grünes. Das heißt, du hast jetzt einen Punkt mehr als ich. Ich weiß gar nicht, wofür ihr das braucht. Wir werden doch eh nie angegriffen. Hallo? Mehr ja, Leben wenn, ist mehr dann, Leben ist mehr ja. Leben? Ich meine, Enderman macht mir viel Schaden. Quatsch. Und zweimal Creeper, Battle Axe gesehen hast. Drauf. Ja, gut. Ja, wir haben nicht alle eine Battle Axe so wie. Seitdem mein neues Schwert Feueraspekt hat, kann ich die auch gar nicht mehr zweimal schlagen, bevor die sich wegteleportieren. Ja, gut, die Crafting-Dings wäre jetzt fertig. Das ist gut. Denke ich jetzt zumindest mal.